Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem kleinen Einführungsvideo zu unserer neuesten Opernproduktion. L'Incoronazione di Poppea, die Krönung der Poppea, stammt von Claudio Monteverdi und erzählt die Geschichte des römischen Kaisers Nero und seiner geliebten Poppea. Nero möchte Poppea gerne zu seiner Frau und eben auch zur Kaiserin machen, aber es gibt einige Hindernisse, die das Liebespaar überwinden muss. Zum einen ist da Seneca, der Lehrer und Erzieher des Nero, und auch seine erste Frau Octavia. Als Octavia erfährt, dass Nero sie mit Poppea hintergeht, stiftet sie Poppeas Ehemann Otho zum Mord an Poppea an. Diese Intrigen lösen sich zum Schluss der Oper alle auf, aber nicht ohne, dass einige Götter und allegorische Figuren ihre Finger mit im Spiel hätten. Diese Oper ist inzwischen ein fester Bestandteil des Opernrepertoires. Doch hat Monteverdi das Werk 1642 geschrieben und es sind keine Orchesterstimmen davon überliefert. Inzwischen gibt es mehrere Versuche, das Werk historisch zu rekonstruieren. Ernst Krenek, ein Komponist des 20. Jahrhunderts, hat sich in einer der turbulentesten Zeiten der Musikgeschichte dieses Werkes angenommen. Und zwar in den 1930er Jahren hat er dieses Werk bearbeitet und instrumentiert. Sie fragen sich bestimmt, was für ein Klang dabei herausgekommen ist. Manchmal klingt diese Krenek-Oper etwas nach Stravinsky, etwas nach Debussy und manchmal nach ganz, ganz großem Hollywood. Kreneks farbenreiche Partitur mit aufregender Harmonik erklingt nun zum ersten Mal seit den 70er Jahren wieder. Auf der Bühne war das Stück zum letzten Mal 1937 zu erleben. Diese Geschichte um die Macht der Liebe ist nun ab dem 11. Mai hier am Theater St. Gallen zu erleben, in einer Inszenierung von Alexander Nährlich. Die musikalische Leitung hat Corinna Niemeyer inne.